Noch ist es ruhig im Pavillon, aber mit der Schlagernacht am Freitag wird sich das rasch ändern. Besonders, weil das Musikvergnügen unabhängig ist von der Witterung. Die Veranstaltung findet auf alle Fälle statt. Wir haben hier in Mutters eine Überdachung beim Pavillon. Die Wettervorhersage ist sehr gut, also es kann praktisch nichts mehr im Wege stehen. Die Organisatoren bereiten sich auf rund 450 Fans vor und den Schlagerfans wird auch so einiges geboten. Wir haben zum Beispiel aus der Steiermark den Schlagerkönig, den Oliver Heidt, dann die Marlena Martinelli, die war auch schon bei Wenn die Muse spielt, Musikantenstadl, wie auch der Oliver. Dann freuen wir uns natürlich ganz, ganz riesig auf Wolfgang Nigelhell, spielt uns auf der Panflöte was. Dazu dann mehr, wenn man hier ist, weil Wolfgang Nigelhell, wie viele schon wissen, ist natürlich blind, aber guter Zug, dass er kommt, kommt extra her, freut sich auch schon. Und natürlich Werner West, unser Tiroler Multitalent. Hanna aus Mills ist dabei und wo wir uns ganz riesig freuen, Dancing Star Gewinner, Grand Prix Gewinner und Musikantenstadl, überall war er schon, der Udo Wenders, und da freuen wir uns ganz, ganz riesig drauf. Auch organisatorisch haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen. Der Pavillon befindet sich direkt im Mutters, zum Parkplatz gibt es einen Shuttle-Dienst. Durch das, dass es ja im Dorfzentrum ist, haben wir am Fußballplatz im Mutters einen Parkplatz eingerichtet mit Shuttle, also die Leute können am Parkplatz am Fußballplatz parken und werden mit dem Shuttlebus hereingeführt. Und nach dem Ende auf der Bühne im Pavillon geht es weiter mit einer Aftershow-Party der Sonderklasse. Da sind natürlich alle Gäste ganz, ganz herzlich eingeladen. Das ist dann anschließend im Tanzcafé Santas. Infos zur Schlagernacht finden Sie im Internet unter www.schlagernacht-mutters.com.